Geht so wirklich Quality of Life und damit willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und ich habe es ja gestern angekündigt, kommt immer ein bisschen später, weil ich es halt auch immer ein bisschen später erst für mich dann entdecke, aber demnächst verfügbar. Die kürzeren Bauzeiten, geringeren Kosten und die kürzeren Laborzeiten. Das war eigentlich klar, dass das ein bisschen kürzer wird für alle Rathausstufen bis Rathaus Level 13. Rathaus Level 13 ist davon so ein bisschen, so ein bisschen will ich mal sagen, so ein bisschen ausgenommen, wenn auch nicht viel, aber doch so ein bisschen. Ich glaube, die Mauern werden so ein bisschen günstiger, aber wir gehen mal ins Detail, würde ich sagen, rein und Supercell hat uns das ja wieder nett vorbereitet und zwar in einer anderen. In einer etwas anderen Reihenfolge, als ihr es jetzt womöglich seht. Aber das ist nicht so schlimm. Es sollen neue Models kommen. Man fängt an hier mit dem Barbaren King. Das heißt also, irgendwo habe ich gelesen, dass man dort jetzt mehrere Dreiecke hinzugefügt hat, um das Modell noch ein wenig 3D echter aussehen zu lassen. Ist natürlich sehr, sehr cool. Und das ist, glaube ich, der. Das ist, glaube ich, hier so ein bisschen, ich will nicht sagen Game Changer, aber gerade für Leute, die hier frisch reinkommen ins Game, das Ganze ein bisschen attraktiver zu machen. Ich sehe das gerade so ein bisschen bei meinem einen meiner Söhne, der ein neues Dorf angefangen hat und der denn doch so ein bisschen, ja, irgendwo da natürlich nur darauf hinarbeitet, dass er endlich Rathaus Level 7 wird, dass er auch den Pass spielen kann. Also bis es soweit ist zum Pass, kann man jetzt hier quasi seinen eigenen kleinen Pass spielen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Die Rewards sind natürlich eigentlich der Hammer, muss man sagen, weil alles gnadenlos überbucht wird. Ihr wisst selber, dass man gar nicht so viel, sage ich mal, lagern kann in dieser Rathausstufe, je nachdem, wo man halt ist. Und allerdings ist das ja ein Vorsprung, der über verschiedene Rathauslevel geht, nämlich 3 bis 6. Und ab 7 ist das Ganze eh dann hinfällig, weil man dann den normalen Pass spielen kann. Aber finde ich eigentlich ganz gut. So kommen die Leute so ein bisschen ins Game rein, denn diese Challenges, ihr seht das, sind auch so ein bisschen so, ich sag mal so, angelehnt an die Clan-Spiele, die man ja in dieser Range auch noch nicht spielen kann. Man kann sie ja erst ab Rathaus Level 6 spielen und ich meine, da war jetzt so ein ganz einfaches Spielchen dabei, dass man einfach den Dings aus dem Shop holt, den Bogenschützenturm. Ganz easy peasy. Aber bei den Clan-Spielen hat sich auch ein bisschen was getan. Also es kommen in jedem Fall neue Spiele hinzu, die den Unsichtbarkeitszauber jetzt mit einführen. Der ist dann auch nicht mit dabei. Und man muss jetzt nur noch immer ein Ding von etwas nehmen, so will ich es mal benennen. Ihr seht, dass hier 8 Multiplayer-Spiele gewinnen und 10-mal immer nur einen in Unsichtbarkeitszauber nehmen und hier unten, das Spiel ist im Moment sogar aktiv. Da muss man allerdings 6 Wizards nehmen. Hier muss man ab demnächst dann nur noch einen nehmen, finde ich eigentlich auch sehr, sehr gut. Ich meine, ob man jetzt einen nimmt oder 6 nimmt, ist eigentlich auch Latte. So will ich es jetzt mal sagen. Ist eigentlich auch Latte. Aber das Ganze, wie gesagt, ist ein wenig, ja, wie soll man sagen, ich will nicht sagen überholt, aber ob es jetzt die Lebensqualität hochgeht. Auch das ist eine Neuerung. Man kann jetzt nicht mehr das Rathaus oder die Praxis oder diese praktischen Beispiele spielen, wenn man nicht dasselbe Rathaus hat. Das heißt, der Kollege hier ist Rathaus Level 12 und kann Rathaus Level 13 nicht mehr spielen. Rekrutierungen. Ja, das Rekrutierungstool, man kann jetzt sagen, Einladung erhalten, vorgeschlagen werden oder halt Einladung erhalten oder keine Einladung. Das kann man jetzt auswählen. Und da hat sich ein bisschen was getan. Da haben wir die Tage ja auch drüber gesprochen, was sich da tut. Und da tut sich in jedem Fall so ein bisschen was, auch in der Suche mit Find New Members, beziehungsweise man muss das schon editieren und man kann jetzt auch die Clan Location angeben. Ich glaube, das konnte man vorher schon, ich weiß es gar nicht genau. Können wir gleich mal kurz reingucken, aber auch die Chat Language festlegen. Da werden wahrscheinlich dann wieder ganz, ganz viele irgendwas eintragen, aber nicht das Richtige. Ja, also irgendein Fake und dementsprechend kann man natürlich später dann auch suchen. Und
Das finde ich allerdings gar nicht mal so schlecht. Das Ganze verfällt vor allen Dingen auch. Das heißt, wenn man seinen Status mal gesetzt hat und empfängt immer Einladungen, weil man eingeladen werden möchte, dann verfällt das Ganze nach 2 Wochen, beziehungsweise man muss auch jede Woche, wird man gefragt, willst du immer noch Einladungen erhalten? Und hier sieht man das auch. Your Clan Settings are influenced. You won't see players. Also man sieht keinen Spieler, die diese Kriterien nicht haben. Minimal Town Hall Level, die minimalen Trophies in Home Village und Builderbase, also das, was man jetzt eigentlich kennt. Und Changing Clan Settings will not immer, was hieß das? Achso, die sind nicht mehr wechselbar, glaube ich, oder so. Okay, nächste Neuerung. Ich muss mich ein bisschen ranhalten. Das heißt, der Kollege gämmt sich erstmal hier ein paar Drachen und wird jetzt das Ganze hier, glaube ich, jetzt forcen. Ich weiß gar nicht, warum der die Drachen eigentlich gemacht hat, denn der möchte eigentlich, glaube ich, was ganz anderes zeigen, nämlich, dass wenn etwas abgegradet wird, dann hält der Boost nicht an. Bisher bekam man ja immer, wenn man irgendwas upgradet und der aktive Boost am Laufen war, dann bekam man ja immer die Nachricht, dass der Boost abläuft. Also der Boost war dann weg von der Platte, so wie jetzt hier. Die Queen wird gelevelt und wird jetzt mit einem Buch fertig gemacht oder halt mit Gems. Und trotzdem ist der Boost noch vorhanden. Also der geht jetzt nicht weg. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Das hat mich auch immer so ein bisschen geärgert an der Stelle. Und ja, es gibt aber noch so ein paar kleinere Sachen, die dort neu gekommen sind, beziehungsweise die anders gekommen sind. Ihr wollt jetzt aber bestimmt wieder sicherlich ein Spiel sehen. Wo ist das denn eigentlich? Da ist das, okay. Es gibt aber noch so 2, 3 kleinere Sachen, die noch neu sind. Die blende ich euch hier mal als Bild ein, beziehungsweise die sind hier mittendrin beschrieben. Und die Sachen, die wir jetzt natürlich nicht rausgenommen haben, also erstmal Starterpass, Belohnungsfahrt haben wir angesprochen, finde ich eine sehr, sehr gute Geschichte. Dann können die Leute sich schon mal, die jetzt neu einsteigen oder neue Rathäuser reinmachen oder neue Rathäuser anfangen, sich so ein bisschen an diesen, gerade, also wie gesagt, gerade für neue Spieler, an den Pass gewöhnen und auch an die, so ein bisschen so an die Clanspiele gewöhnen. Was kommt da auf mich zu? Finde ich eigentlich ganz gut und man kommt natürlich dann nochmal ultra, ultra, ultra schnell voneinander. Die Upgrade-Zeiten, die müsst ihr euch selber mal durchlesen. Das hatte ich gestern auch schon angesprochen, dass es natürlich wieder so eine Tabelle gibt, so eine unendliche Tabelle, wo die Kostenreduzierungen drin sind und das Rekrutierungstool. Da müssen wir mal sehen, ob es wirklich ein bisschen hilft. Ersetzt das den Global-Chat? Ja oder nein? Das weiß ich nicht. Da müsst ihr mir Rede und Antwort stehen. Ob es das wirklich bringt, jetzt was neue Mitglieder finden, wenn man selber vorgeschlagen werden möchte oder auch nicht. Viele stehen da ja einfach so drin, weil sie halt drinstehen haben, man kann mich einladen. Ja, aber dann lädst du den ein und nach 10 Tagen lockt er plötzlich ein. Dann kommt er sogar noch rein, aber nach 2 Wochen läuft diese Rekrutierung gänzlich ab. Also wenn jemand wirklich offline ist für 4 Wochen, dann läuft auch die Einladung ab und steht da nicht dauerhaft bei dem. Es gibt 3 neue Errungenschaften, nicht mehr so leicht, Belagerungsstifter und super Arbeit, die sind eigentlich überfällig, Leute, das kann ich euch mal hier in 3 kleinen Bildchen zeigen. Also man muss Supertruppen gespendet haben, boosten, 20 Mal boosten und dann steigert sich das Ganze wahrscheinlich nochmal, finde ich leider überfällig. Was ich auch überfällig finde, tut mir leid, ist not easy to this time, heißt es da, destroy 10 Town Halls, die eine Waffe besitzen. Also ab Rathaus Level 12 ist das Rathaus ja bewaffnet und meiner Meinung nach absolut überfällig und hätte schon längst ins Spiel integriert werden können, schon mit Rathaus Level 12 eigentlich. Und ja, ich soll jetzt, ich bekomme jetzt immerhin einen Erfolg, wenn ich die Belagerungsmaschinen spende. Also Rathaus Level 12 und Rathaus Level 13, auch überfällig, allerdings zählen die Punkte jetzt nicht mehr zur Aktion Freund in Not, zur Errungenschaft, sondern nur noch hier rein. Das heißt also, wenn man dann spendet, hat man nicht plus 30 gleich auf seinem Konto, sondern 0. Finde ich jetzt nicht so gut, aber eigentlich ist mir auch Latte, aber das war auch also längst überfällig. Also 3 Punkte eigentlich, die absolut überfällig war, meine Meinung. Ich weiß nicht, ob das jetzt eure Meinung teilt, aber das war überfällig. Und ist das Quality of Life? Manchmal muss man sich das fragen, ob das Quality of Life ist.
Klar, die Mauern reduzieren sich, Rekrutierungstool haben wir gehabt, Errungenschaften, das Gameplay, Schübe auf Helden werden nicht mehr abgebrochen, das haben wir gesehen auch. Trainingslevel sind jetzt nur noch im gleichen Rathauslevel verfügbar, nicht mehr. Also man kann jetzt als Rathauslevel 7 nicht mehr das Trainingslevel auf Rathaus 8 spielen. Da hatte sich mein Sohn tatsächlich auch über gewundert. Er hat gesagt, guck mal Papa, ich kann das schon auf 7 spielen, obwohl ich erst Rathaus 6 bin. In der Tat, laufende Verbesserungen im Labor laufen weiter. Das war aber eigentlich immer so, wenn das Labor verbessert wird. Das war eigentlich immer so. Neue Truppenzauberverbesser können natürlich weiterhin nicht gestartet werden. Das ist klar, aber eigentlich war das bisher immer so, dass wenn ihr was im Rathaus, im Labor gestartet habt, was läuft und ihr euer Labor updatet, dann lief das eigentlich schon immer weiter. Merkwürdig, okay. Die Belohnungen für die ersten 19 Cover wurden wurden erhöht? Aha, okay. Um die Erfahrung für neue Spieler zu verbessern, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Werte für über 20 bleiben unverändert. Änderung der Oberfläche. Errungenschaften werden jetzt in einer sinnvolleren Reihenfolge aufgelistet, als in der Reihenfolge, in der sie dem Spiel hinzugefügt wurden. Okay, da bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht. Es gibt ein Bestätigungs-Pop-up, wenn du die Schaltfläche Training beenden im Trainingsbildschirm drücken. Endlich. Oh, willst du wirklich beenden? Ja, ich will. Das ist so Windows-like. Ne? Bei Linux passiert das nicht. Wenn man bei Linux Enter drückt, dann ist Enter. Ende. Okay, neues Symbol für den maximalen Schaden pro Sekunde beim Giftzauber, um sie vom normalen Schaden pro Sekunde zu unterscheiden. Das finde ich eine sinnvolle Verbesserung. Der Forschungsbildschirm des Labors ist während der Verbesserung des Labors zugänglich. Endlich weiß man, wie lange läuft meine Forschung da drin noch. Wann muss ich jammen? Zum Jammen komme ich eigentlich aber gleich erst. Der Standardskin wurde leicht aufpoliert, da habe ich das haben wir ganz am Anfang gesehen. Und die Änderung der Saison. Herausforderung, das ist eine richtige super QL, so will ich es mal nennen, für so Leute wie mich, die bei 5 Accounts vergessen haben, sich die letzten Besorgungen in der Saison abzuholen. Hier bekommst du dann halt anteilige Ressourcen, beziehungsweise bekommst Edelsteine dafür oder aber da wo du was frei hast in deiner magischen Kiste, da wird das aufgefüllt. Also wenn die Saison endet, werden alle freigeschalteten, aber nicht beanspruchten Belohnungen der Saison automatisch eingefordert. Also man muss dann nicht mehr sekundengenau vorm Rechner sitzen. Alle Belohnungen, die nicht den Speicher passen, werden denselben Regeln in Juwelen umgewandelt. Das haben wir ja jetzt auch schon, nur halt per Hand. Und wenn ein Spieler fast das Maximum erreicht hat und die Anforderung eine Herausforderung nicht erfüllen kann, bei der eine bestimmte Anzahl von Mauern oder Gebäude verbessert werden müssen, muss nur so viel erledigen, wie er noch verbessern kann. Okay, wenn er das Maximum erreicht hat und nichts mehr verbessern kann, wird die Herausforderung automatisch abgeschlossen. Hey, das ist cool, man kann keine Mauern mehr machen, jawohl, und da muss auch keine mehr machen. Das ist gut, weil man kann keine mehr machen, also ist so ein Spiel ja eigentlich unnötig. Um dieses unnötige Spiel jetzt rauszubekommen, wird es einfach als abgeschlossen gegolten, weil du hast es ja mal gemacht. So muss man es ja sagen. Du hast es ja mal gemacht, halt ein bisschen eher, als das Spiel da war. Okay, der neue Unsichtbarkeitszauber ist mit dazugekommen in die Clanspiel- und Goldpass-Herausforderungen und bei den Saison-Herausforderungen, die sich auf das Gewinnen von Kämpfen mit einer Truppe, das haben wir auch angesprochen, wird die benötigte Anzahl pro Kampf auf 1 runtergesetzt. Das finde ich auch sehr sinnvoll, denn ob ich jetzt 6 Magier setze oder ob ich jetzt 1 setze, das sei dahingestellt. Ihr wisst selber, wie ärgerlich das ist, dass im Text stand, nehme 6 Magier, das ist ja noch ein aktives Spiel hier, nehme 6 Magier und du hast zufällig jetzt nur 5 dabei und denkst, Mensch, ich habe da unten gleich wieder einen Erfolg, Nixer, ja, weil du nur 5 hast, hast du einen vergessen. Nickes. Okay, Leute, wir sind am Ende, aber wir wollen auch ein bisschen Clash of Clans spielen. Ich bin offen im Rathaus Level 9 heute und muss mich erstmal bei allen Spielern und Mitspielern meiner beiden Clans entschuldigen. Ich habe gnadenlos verpennt gestern. Ich habe alle 6 Angriffe mit meinen Accounts nicht durchgeführt. Das lag einfach oder liegt einfach im Moment daran, dass ich ein bisschen Schlafdefizit hatte und mich gestern irgendwann so gegen 9 Uhr, glaube ich, hingelegt hatte. Also duschen, hinlegen, einschlafen. Und dann morgens um 6.43 Uhr wach werden. Ja, ich glaube, ich hatte es mal nötig, mal wieder so richtig fett auszuschlafen. Das tut mir natürlich leid für den Clan. So wichtig, ich glaube, hier hätten wir vielleicht noch gewinnen können oder ein Unentschieden hätten spielen können. Beim Clan-Herausforderer, glaube ich, wären wir hätten wir eh nicht mehr gewonnen. Trotzdem tut mir das natürlich ein bisschen leid, soll nicht wieder vorkommen. Deswegen greifen wir mal hier ein bisschen eher heute an mit der Lela.
Und Lela ist am Start gegen das Rathaus 9 hier. Besonders erschwerend ist, dass ich keine Clanbuch einplanen muss. Deswegen nehme ich heute mal einen Frieszauber mit. Ein Frieszauber mit und eine Menge Ox. Ich habe alles dabei. Mal sehen, ob es funktioniert. Das weiß ich nämlich noch gar nicht. 5 Mauerbrecher, kein Sprung, gehen wir mal rein. Also klassischer Go-Hock. Klassischer Go-Hock. Und was hatte ich mir eigentlich überlegt? Ich mache erstmal hier hinten die Bauhütten weg. Beziehungsweise die eine, damit ich die nicht vergesse. Und hier kann man eigentlich schon ganz nett funneln. Denn man bekommt erstmal kaum Beschuss hier. Bevor ich jetzt den Golem reinsetze, da muss jetzt auch schon wieder ein bisschen schneller werden hier. Und ein wenig rumfunneln. Wo geht eigentlich mein Golem hin? Ah, der geht nach da. Okay. Oh nein, nicht hochgehen, du Bombe da. Okay, die Bombe geht aber hoch. Mein King und meine Queen laufen aber hoffentlich in der richtigen Spur. Die beiden Valkyren auch noch mit reingesetzt, dass die vielleicht so ein bisschen für Mauerbruch sorgen hier. Das funktioniert auch ganz gut. Und jetzt gehen die allerdings raus. Oh komm, Valkyren ein bisschen schneller. Jawohl, da sind sie durch. Sehr gut, denn ich wollte von hier hinten mit den Hogs hier rein. Also hier wollte ich mit meinen Hoggies ein wenig für Trouble sorgen. Da kommen auch jetzt schon die ersten Skelette. Das habe ich mir, ich wollte gerade sagen, ich hätte es mir fast gedacht. Ich brauche hier noch gleich sofort den zweiten Zauber. Und wo gehen die da hin? Da machen die weiter. Wunderbar. Läuft in jedem Fall. Wir friesen hier mal durch, dass wir hier ein wenig weiterkommen. Müssen jetzt aber... Ja, die Troll-Teslas da, die nerven mich so ein bisschen. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Der zweite X-Bogen fällt, da ist noch ein bisschen Flächenschaden jetzt. Der muss weggehen, da hinten die Kanönchen sind nicht so schlimm, aber der hat nochmal Skelette da. Vielleicht hätte ich doch zwei Gift mitnehmen müssen. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Allerdings, meine Queen ist schon down. Außen sind noch die Valkyren und die Bowler. In der Mitte sind auch noch ein paar Bowler. Okay, da müsste jetzt eigentlich der Dicke tanken. Komm, Dicker, geh mal da. Oh, der Magierturm fällt doch noch. Okay, könnte vielleicht doch noch was werden. Müssen wir mal schauen. Der Tesla wird ja jetzt alles geben. Aber meine Bowler sind Max. Die haben viele, viele Trefferpunkte. Und die Valkyre kann auch noch ein bisschen Trouble machen. Die hat auch noch ein bisschen was. Jawohl. 53 Sekunden, kann das noch was werden? Oh, jetzt wollte ich gerade sagen, Leute, schreibt es mal in den Chat, wie viele Sterne werden das? Werden das 3 oder bleiben das 2? Die Skelette haben mich doch ein bisschen abgenervt. Hätte ich doch einen zweiten Gift mitnehmen müssen, aber ich glaube, das funktioniert doch noch. 3 Sterne hier, endlich mal wieder. Aber Rathaus 9 auf Rathaus 9 ist auch eine ganz seltene Sache in dieser Woche hier gewesen beim Clan. Free-to-play, denn meistens muss ich auf den 10er oder auf den 11er irgendwas hit-uppen. 9 auf 9 ist schon wirklich selten. Okay, ich bin mit meiner Folge am Ende. Ich wollte ja so ein bisschen am Ball bleiben, auch wenn ich jetzt tagsmäßig immer ein bisschen spät bin, was die Peaks angeht, aber ich will das so ein bisschen selber festhalten, habe ja auch eine eigene Meinung, vielleicht habt ihr da andere Meinungen oder seid meiner Meinung oder habt noch tollere Ideen. Ich meine, ich hätte jetzt noch tollere Ideen, nämlich wenn man boostet, dann ist die Clanburg immer noch nicht im Boost. Ja, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, das fehlt mir. Dann fehlt mir natürlich hier bei den ich suche mal Member, also neue Mitglieder suchen. Da würde ich gerne nur Rathaus 8 sehen. Das fehlt mir noch ein bisschen, obwohl vielleicht ist das ja so, dadurch, dass der Minimum Required Level ja hier im Clan eingestellt ist, nämlich hier Rathaus Level 8, vielleicht sehe ich dann auch nur noch 8er. Kann sein. Weil hier, ich weiß gar nicht, ob ich hier noch kleinere sehe. Das müsste ich jetzt mal testen. Es kann sein, ihr seht das, ich sehe gar keine kleineren Rathäuser mehr. Okay, das ist dann wahrscheinlich schon so, ne? War ich da so ein bisschen verpeilt? Kann sein, dass das schon so ist, dass ich gar keine kleineren mehr sehe. Und auch kleinere hier natürlich gar nicht den Clan zu sehen bekommen. Wäre noch besser, denn mein Clan, obwohl doch die kleineren müssen den Clan noch zu sehen bekommen. Ganz einfach aus dem Grund. Ein kleinerer könnte ja auch noch einen größeren Char haben. Und dann sieht der kleinere den Clan Free-to-Play und sagt, Mensch, ich habe ja noch einen Account auf Clan auf Level 9. Und Free-to-Play nimmt ja ab Level 8 auf. Also wir haben noch ein bisschen Platz hier. Und im Clan Herausforderer nehmen wir natürlich auch auf. Da haben wir auch ein bisschen Platz. Da nehmen wir im Moment sogar ab Level 5 auf. Aber macht euch keine Hoffnung. Ihr werdet nicht mit in die Clankriege genommen und... Wir spielen noch keine Liga mit euch, also ob Rathaus Level 11 wäre da schon angebracht. Okay, so.
Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst meinen Daumen nach oben da, abonniert nicht vergessen und Glocke stellen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Am Twitch-Kanal auch bei bleiben. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Clasht.